Hallo. Der Hauptgrund für den Kauf der Software digitaler Farbatlas dürfte in den meisten Firmen sein, dass man Farben miteinander vergleichen muss. Also zum Beispiel die Frage beantworten muss, welche Lackfarbe entspricht einer gegebenen Druckfarbe, die vielleicht per Corporate Design Vorschrift des jeweiligen Unternehmens vorgeschrieben ist. Oder welche Textilfarbe ist zu verwenden, welches RGB, welches CMYK, auch wenn man vielleicht die entsprechenden Farbmuster nicht hat. Wir haben für den digitalen Farbatlas diese ganzen Farbvergleichsmöglichkeiten zusammengestellt im Fenster Nächste Farben, das Sie hier in der Toolbar des Programmes finden. Wenn wir dieses Fenster öffnen, dann haben Sie hier auf der linken Seite den Bereich, in dem die Vorgabefarbe festgelegt werden kann. Also beispielsweise als Farbwerte. Und hier im ersten Fall dieser Farbwerte als RGB, wie man das von jedem Programm her kennt, 0 bis 255. Ich gebe mal einen Farbton. Beliebiger Farbton. So, dann haben Sie hier die Voransicht dieses jeweils gerade ausgewählten Farbtons. Und dieser Farbton wird jetzt verglichen mit dem Farbsystem, das Sie hier auf der rechten Seite angewählt haben. Dazu komme ich gleich noch etwas genauer. Sie haben im Bereich der Vorgabefarbwerte hier auch die Möglichkeit, CLAP einzugeben. Das ist das in der Industrie führende Farbsystem, mit dem Farbengeräte unabhängig definiert werden. LAB-Farbwerte, wie sie beispielsweise auch in Photoshop zur Verfügung stehen. Wenn Sie jetzt beispielsweise einen Farbfächer von einer bestimmten Firma nicht haben, dann gibt es möglicherweise LAB-Farbwerte zu diesem Farbsystem. Und die können Sie dann hier eingeben. Die LAB-Farbwerte stehen im Allgemeinen per Wikipedia oder auf den Herstellerseiten zur Verfügung. HLC ist ein aus LAB abgeleitetes Modell, das den LAB-Farbraum visuell intuitiver darstellt als Hue, Lightness und Chroma, das heißt also Farbton, Helligkeit und Sättigung. Auch diese HLC-Farbwerte sind in vielen Programmen vorhanden und können daher hier auch eingegeben werden. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, die bekannten CMYK für den Offsetdruck einzugeben, also beispielsweise jetzt im Fall dieses Orange 80% Magenta und 100% Yellow ergibt ein schönes, kräftiges Orange, das hier jetzt abgeglichen wird.
Sie können auch hier unten mit diesem Befehl alle Farben des Vorgabesystems mit dem Vergleichssystem abgleichen. Also jetzt in diesem Fall wäre das die Fragestellung, welche Folienfarben aus dem Exclusive Designer Swatch entsprechen allen Farben aus dem J- und SK-Bereich. Einfach einmal die Gesamtliste, vielleicht zum Ausdruck, vielleicht für die Mitarbeiter, die dann jeweils die Handreiche dafür haben, welche Farben, welche Folien zu verwenden sind, um dieses J- und S-Farbsystem da als Folien zu realisieren. Dann gibt es hier noch einige weitere kleinere Funktionen. Sie können den Bericht in einer PDF-Datei abspeichern. Sie können auch jede Farbe in die Zwischenablage übernehmen. Und Sie können auch dieses ganze Fenster als Vollbild für den ganzen Monitor darstellen. Das tue ich jetzt nicht, weil die Aufnahmefläche dieses Films halt auf diese kleine Größe begrenzt ist. Das war es zum Fenster Nächste Farben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und in weiteren Filmen werde ich die weiteren Fenster dieses Programmes eingehend vorstellen. Vielen Dank.